Moin Leute und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Gifonov hier. Und bevor das Video anfängt, habe ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das ganze Video von vorne bis hinten anschaut. Ich rede quasi darüber, was jetzt diese Woche bzw. letzte Woche los war, warum der Stream am Dienstag nicht planmäßig gestartet ist und dann ich quasi geschrieben habe, sorry Leute, der Stream findet dann doch nicht statt. Da werde ich jetzt ein bisschen genauer eingehen in diesem Video. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wie gesagt, wenn ihr von vorne bis zum Ende dran bleibt. Um die Statistik von dem Video zu erhöhen, quasi, also wie viele Leute quasi wann wo aufhören, irgendwie vorskippen, dass sich die ganze Statistik eben verbessert, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und auch über ein Like oder Abo für alle Neuen, die jetzt hier dazu gekommen sind, würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Und wir sehen uns gleich in der Runde. So, also wir sind jetzt in Gruppenkeile unterwegs, in der Variante pures Gold. Und ja, das war's auch wieder komplett. Wenn wir jetzt ein bisschen looten, ein bisschen gehen, dies, das, warum, wie schon am Anfang des Videos gesagt, quasi letzte Woche kein Video, beziehungsweise auch der Livestream nicht stattgefunden hat, werde ich jetzt hier einfach in diesem Video ein bisschen aufklären und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dafür ja, auf jeden Fall Geständnis. Wenn ihr da auf jeden Fall Verständnis für habt, verlute ich jetzt hier erstmal. Ja, das ist eine sehr nervige Waffe in dem Modus. Aber es gibt noch eine andere Waffe, die ebenfalls sehr krass ist in dem Modus. So, wo ist die Zone? So, hallo, was mache ich denn jetzt hier gerade? Nur einfach so. Ich weiß, ich hätte jetzt den Schild, den Biggie nehmen können. Aber das habe ich bewusst nicht, dass wir die Biggies dann in der Zone dann zu uns nehmen können. So, und zwar fange ich von vorne an. Was war jetzt letzte Woche mit dem Stream los, der am Dienstag, meine ich, eigentlich geplant war? Ja, und zwar gab es da ja ein neues Update. Und das wollte ich eben so ein bisschen streamen. Und das hat halt eben nicht so ganz funktioniert. Und ich fange wirklich komplett von vorne an. Also. Es ist so. Quasi am Tag vorher. Beziehungsweise eigentlich schon mehrere Tage vorher fing das so ein bisschen an. Und zwar das Ganze mit unserem Kater zu tun. Den Tacker. Hatte ich schon mal in einem Video gehabt, das ist schon länger her, beim zweiten Kanal in diesem 10. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, würde mich freuen. Und zwar war er augenscheinlich krank geworden, also ihm ging es wirklich nicht gut. Und er hat nichts mehr gefressen, nichts mehr getrunken. Und dann sind meine Eltern quasi am Dienstag zum Tierarzt gefahren. Insgesamt 3 Stunden waren sie dort. Und ich musste quasi während der Zeit eben arbeiten. Und es hat ja erst irgendwie gehießen. Also wegen diesen komischen Faschingsferien in Bayern hieß es erst, die fallen aus, dann irgendwie nicht. Und dann hatte ich Online-Unterricht Berufsschule trotzdem 1,5 Stunden gehabt. Und dann musste ich quasi nochmal den Betrieb danach. Und da hat es eben erst auf den Plan gegeben, ich muss bis 16 Uhr arbeiten und dann habe ich quasi ausgerechnet, ja, wann bin ich zu Hause, wann kann ich sonst streamen. Und dann hat es quasi die Zeit um, ich meine, ich glaube 18.15 Uhr oder sowas hatte ich glaube ich angegeben gehabt. Und oder 17.15 Uhr, irgend sowas in der Art auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Leute da jetzt wirklich gewartet haben.
aber dann hieß es auf jeden Fall so, ja, meine Chefin wusste irgendwie anscheinend nicht genau, wie lange ich Grundschule hatte, deswegen hat sie mir jetzt diese Zeit da eingetragen gehabt, bis 16 Uhr, kam dann aber eben kurzfristig auf mich zu und hat gesagt, ja, du bist dann heute bis 18 Uhr arbeiten. So. Also habe ich dann bis 18 Uhr gearbeitet. Ich habe nebenbei quasi immer, wo ich Pause hatte, meinen Eltern so geschrieben, ja, wie geht's zum Kater? Geht's ihm besser? Was hat sich rausgestellt beim Tierarzt? Also man hat sich da schon Sorgen gemacht, weil es ihm wirklich, also wirklich sehr schlecht ging. Und dadurch, dass die eben auch so lange wirklich beim Tierarzt waren, also wirklich 3 Stunden, hat man sich schon Sorgen gemacht, weil das ist nicht nur ein, also für mich ist es nicht nur ein Haustier, sondern, ja, wie soll ich sagen, er gehört halt wirklich zur Familie einfach mit dazu. Und, ist auf jeden Fall schon sehr ans Herz gewachsen. Und da macht man sich natürlich Sorgen. Und, ja, dann hatte ich mal angerufen und dann habe ich quasi mit meinem Vater quasi telefoniert und er hat schon gesagt, ja, es sieht nicht so gut aus, er hat eine Vergiftung. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, eine Vergiftung, was jetzt? Und er hat mich dann natürlich auch abgeholt und wir waren, also wo ich da quasi ungefähr geschrieben habe, waren wir 10 Minuten vorher da. Und, ja, wie soll ich sagen? Es sah wirklich so aus, als ob er gerade am Sterben ist. Ich sag's, wie es ist. Er saß nur noch da, hat sich wirklich null mehr bewegt. Also, das war schon sehr heftig, muss ich sagen. Also, wirklich schon ein Riesenschock, einfach, wo ich nach Hause kam. Und da habe ich es einfach wirklich nicht irgendwie übers Herz gebracht, da irgendwie den Stream noch anzuschmeißen. Deswegen hatte ich da eine halbe Stunde, nachdem ich irgendwie zu Hause war, hatte ich dann noch geschrieben, dass der Stream nicht stattfindet. Und ja, wir, also beim Tierarzt haben die auf jeden Fall gesagt, ja. Schade. Ich gehe gleich weiter. Hier Schwitzer hier am Start. Shotgun. Schild. Hier was erzählen. Ja, okay. So, wo haben wir stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall haben die beim Tierarzt nämlich auch schon so gesagt, ja, das ist eine Vergiftung. Und zwar irgendwie durch Pflanzenreste, die er wohl schon irgendwie immer quasi schon in sich hat, beziehungsweise immer gegessen hat. Allerdings eben in der letzten Zeit relativ viel davon gewesen ist und das hat sich dann eben so quasi ergeben, dass sich dieses Pflanzengift, sage ich jetzt einfach mal so, im ganzen Körper quasi verteilt hat. Und ja, das war wirklich nicht schön für ihn und das war schon schlimm für mich, muss ich sagen. Also da konnte ich wirklich nichts, also vor allem die Tierarzt hat keine Ahnung, wie viele Spritzen quasi reingegeben, dass er, also ihr müsst wissen, der hat auch öfter quasi gebrochen. Soll ich jetzt mal so. Und, ja, so eben, dass er nicht dieses Würgegefühl bekommt, dass er das Hungergefühl bekommt und was weiß ich, was die für Spritzen quasi gegeben haben. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr könnt jetzt nur noch hoffen. Punkt. Das war's. Mehr wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht und wo ich, wie gesagt, ankam, sah es wirklich einfach so aus, als ob er wirklich am Sterben ist. Oder war. Ich hab den immer die ganze Zeit am, also gekrault, gestreichelt. Und das hat ihn wirklich gut getan, bis er dann wirklich angefangen hat,
quasi dann zu schnurren und dann hat er sich auch dann langsam wieder bewegt, aber wir wussten halt nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ob es wieder so schlecht gehen wird. Mittlerweile kann ich mich auch beruhigen. Es geht ihm auf jeden Fall wieder viel besser. Er ist wieder selbstständig. Er trinkt selbstständig. Also, ich glaube, ich habe was ganz Wichtiges vergessen zu sagen. Und zwar ist es eben so eine Katze, die eben auch raus darf. Und, er hat eben die letzten paar Tage jetzt eben angefangen, sich wieder normal zu entwickeln, sage ich mal so. Und das freut mich auf jeden Fall. Und deswegen gibt es jetzt quasi immer das Video zur Aufklärung, was da denn letzte Woche los war. Und ich hoffe auf jeden Fall, der Schuss war scheiße, dass ihr dafür auf jeden Fall schon sehr Verständnis habt. Denn ich sag's, wie es ist, ja, man hat schon Angst gehabt, quasi ihn zu verlieren, sage ich mal so. Und ja. Und ja, wir spielen jetzt einfach mal hier die Brummkeil runter. In der Version Plus Gold, wo es die schöne Barrett gibt. Schöne Barrett-Sniper hier. Ich hatte nämlich eigentlich auch schon ein Video aufgenommen gehabt, was ich da eben am Mittwoch hochladen wollte. Und zwar Gruppenkeile, ein Schuss. Das wird demnächst. Ja, was soll man da machen? Wird demnächst auf jeden Fall auch online kommen. Vorher gibt es aber noch ein Video von Train Simulator. Und zwar fahre ich da den ICE von München nach Augsburg. Habe ich ihn da gerade getroffen, ey? Das gibt's doch nicht. Das ist der Annäherungswerfer, ne? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Er ist schon. Na komm. Hab ich einen Schuss getroffen, okay. Mal wieder meine erste Runde heute. Ich habe keine Ahnung, ob ich nicht erstmal irgendwie mich einspiele, bevor ich irgendwie ein Video aufnehme. Ich meine, ich will ja schon eigentlich ein gutes Video für euch machen. Und wenn ich da nicht eingespielt bin, ist es ein bisschen schwierig, ein gutes Gameplay zu liefern. Ich gebe auch jetzt gerade mein Bestes. Hoppla. Also diese Waffe da. So viel, so oft verbaut, ey, das gibt's nicht. Ich feiere den Bus schon, vor allem auch mit den Waffen, die es hier gibt. Vor allem Double Proximity Launcher. Das ist der Annäherungswerfer. Doppel.
ist einfach so okay, einfach. Wenn man dann so wie Double Pop damals immer so wechselt nach jedem Schuss. Kann man quasi 4 Schuss direkt sehr schneller Schussfolge quasi abschießen. Ja, noch ein bekommen. Und wenn ihr da einfach auf den Gegner spammt, er kann da einfach wirklich gar nichts machen. Wirklich, ey, jetzt liegt da natürlich noch einer rum. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder Abo da. Und bis zum nächsten Mal, euer G54 und ciao.